Willkommen zurück zu Baldur's Gate. Ja, Freunde, das letzte Mal haben wir diesen wackeren Kerl, der ziemlich verschwommen pixelig aussieht, aber hey, wir haben ihn erstellt. Ja, was wollt ihr? Ja, was wollt ihr? Wir können ja mal seine innere Werte ein bisschen in Betracht ziehen, beziehungsweise ich zeige euch das Interface, was denn hier alles möglich ist. So, da oben links, was ist denn das? Normalerweise kriegt man so eine kleine Hilfetext, wenn man länger drauf macht. Ja, zurück zum Spiel. Was ich ja natürlich gerade bin. Hier, das ist ziemlich offensichtlich, haben wir eine Karte. Für gewöhnlich sind die Karten nicht aufgedeckt, aber da es eine Heimatstadt ist, kennt er sich natürlich aus. Da bekommen wir dann auch gleich gesagt, wo was ist. Priesterquartiere, Tempel des Ogmar, das Lagerhaus und. Das werden wir jetzt alles gleich erkunden. Unsere Gegend, ist ja wohl klar. Hier haben wir das Tagebuch. Wichtige Ereignisse. Wir sind noch mitten im Prolog natürlich. Mein Ziehvater Gorion hat mich informiert, dass wir Kerzenburg umgehend verlassen und auf eine Reise begeben müssen. Er hat mir etwas Gold gegeben, mit dem ich einige Vorräte, Waffen und Rüstung für die Reise kaufen soll. Alles immer sehr wunderschön sehr, ja, umfangreich beschrieben. Aber das werden wir, keine Angst, das lese ich nicht alles. Also mit alles lesen und so meine ich natürlich Dialoge und so, aber nicht die Tagebücher. Persönlich steht noch nichts drin. Aufgaben, jo, Tagebuch. Eben, wie man es kennt. Das Inventar. Das ist das Inventar. Ja, sieht eigentlich auf den ersten Moment relativ klar aus, ne? Wir haben momentan einen Kampfstab. Ja, und zu jedem einzelnen Item oder was weiß ich, oder auch Bücher. Oh Gott, Bücher. Das ist noch viel schlimmer wie bei Dragon Age und viel ausführlicher. Kann man sehr, sehr viel lesen. Wir haben einen Kampfstab am Anfang. Das ist jetzt für uns eigentlich schwachsinnig. Ich hoffe, wir werden bald was anderes bekommen. Hier seht ihr auch schon ein paar Daten. Leute, die Pen and Paper gespielt haben, werden sich damit schon auskennen. Schaden macht er zum Beispiel 1W6. Manche werden jetzt fragen, was heißt das denn? 1W6 bedeutet einfach ein Würfel. Ein sechsseitiger Würfel. So muss man das lesen. Es gibt auch andere. Es gibt also, gerade bei Pen and Paper spielt man gern mit 20-seitigen Würfeln. Aber hier wird der Schaden auf einen stinknormalen Würfelwurf berechnet. Das heißt, dieser Stab kann entweder 1 bis 6 Schaden machen. Gewicht, Initiativfaktor, Mindeststärke und der Typ 2-Handy-Kampfstab kann nicht verwendet werden von Mönch. Ein Mönch sind wir ja zum Glück nicht. Ja, und diese ganzen Beschreibungen, die werde ich mir jetzt nicht antun, es sei denn, es ist eine besondere Waffe, wo es uns interessiert. Aber beim Kampfstab, ich glaube ja nicht. Unser Gold, ich werde ihm das trotzdem jetzt mal in seine Hände geben, es ist besser wie nix. Köcher, hier seht ihr alles, die Rüstungen, Schilde, Ketten, Ringe, alles mögliche, wie man es in einem Rollenspiel kennt. Wir haben die Rüstungsklasse 10 und eine Geschicklichkeit von minus 4, das ist irgendwie, minus 4? Na gut, werde ich später noch erklären, beziehungsweise kapieren. Also 100% weiß ich natürlich auch nicht mehr alles, also da kommen wir aber schon wieder rein mit der Zeit. Wir können auch jederzeit was aus dem Boden schmeißen, denn, ihr seht's hier, 41 Gewicht haben wir von 170. Wir können hier relativ schnell an unsere Grenzen kommen. Deswegen ist es gut, wenn man ein starker Charakter spielt, denn daraus ergibt sich die Gesamtkapazität, die man mit sich tragen kann. Aber das wird später sowieso ein bisschen einfacher, wenn wir mehrere Charaktere haben. So, zum Charakterbogen muss ich nicht viel sagen. Das haben wir im letzten Part ausführlichst geskillt. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht großartig drauf eingehen. Die Magiezauber. Es gibt 9 Stufen der Magie. Wobei zu unterscheiden ist zwischen, ich glaube, es gibt Priester und Magierzauber. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es gibt unterschiedliche auf jeden Fall. Aber wir können natürlich gar nichts. Dieser Charakter wird niemals einen Zauberspruch sprechen. Das werden andere tun. Ach ja, hier sind die Priesterzauber. Jo. Und hier haben wir das Menü, wo ich jederzeit, ja, speichern kann und so. Das da unten, warte mal, ich mach mal Pause, ich mag's nicht, wenn die Zeit läuft und ich nur dumm rumstehe. Das da unten bedeutet rasten. Wenn es mir nicht mehr allzu gut geht, sollte ich rasten. Ich habe nämlich gerade mal eine TP von 8, sehe ich gerade, das ist nicht gerade viel. Hier könnte ich mehrere Gruppen, das erkläre ich später, wenn ich eine Gruppe habe. Rasten bedeutet, dass wir uns ja, hinlegen, schlafen, aber es vergeht auch Zeit. Und es kann auch passieren, dass während der Rast mal was passiert. Hier unten habe ich quasi meine Shortcuts.
zum Beispiel miteinander reden. Und das hier sind Diebesfähigkeiten. Beziehungsweise auf F5 kann ich die auch starten. Fingerfertigkeiten. Das heißt, damit kann ich stehlen. Glaube ich zumindest. Hiermit kann ich Loot. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich meine, das ist eigentlich das Versteckensymbol. Naja, abwarten. Das werde ich alles noch ausprobieren. Gegenstand benutzen. Mhm. Denn wir können hier auch noch Gegenstände reinlegen. Gut, lang genug geschwafelt. Ich würde sagen, wir machen jetzt endlich mal weiter. Reden wir doch erstmal mit dieser Person. Beziehungsweise, ich drücke gerade ein bisschen... Ah, wenn ich Tab drücke, dann kann ich Sachen einsehen, mit denen ich interagieren kann. Steht ganz oben auf meiner Liste. So, und jetzt reden wir erstmal mit dem Kerl. Hallo, mein Kind. Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren? Ja. Ihr könnt das Spiel jederzeit unterbrechen und fort... Okay, das ist Tutorial-Lehrer. Das tun wir uns jetzt nicht an. Beenden. Ansonsten würde ich alles lesen, aber sowas nicht. Das ganze Spiel kann man übrigens auch im Koop spielen. Bis zu 6 Leute gleichzeitig. Und dann macht's richtig Spaß, aber ist auch dann auch ein bisschen chaotisch, muss ich zugeben. Ich gehe erstmal hier rein jetzt. Hallo? Ja, ich kümmere. Hallo, mein Kind. Ja, die Lehrer mit dem Unterricht sind die einzigen, die ich ignoriere. Ich habe keinen Bock auf Tutorial. Das kriegen wir schon hin. Hört mal die Musik, so richtige Tavernenmusik hier. Ach, wie geil. Die Musik ist sowieso so gut in Baldur's Gate. Hallo, mein Kind. Ja. Wollen wir mit dem Unterricht Der sieht fortfahren. Wichtiger aus. Ist ganz schön schwer, heutzutage gute Kameraden zu finden. Firebird Elfenhaar. Oh ja, ich bin zurück in den heiligen Hallen von Kerzenburg. Wegen diesen Eisenkrise gestaltete sich die Reise von Bergost gefährlicher, als ich es wahrhaben wollte. Ihr seid Gorians Sohn, nicht wahr? Hey je, ihr habt euch ganz schön gemacht. Wenn ihr einem alten Mann, der eifersüchtig auf die Jugend ist, so eine Aussage zugesteht. Ich habe eine Identifizierungsformel bei Tetoriel im Innenhof gelassen. Er sollte sie bereits überprüft haben. Wenn ihr sie für mich holen könnt, wäre ich euch dankbar. Okay. Können wir natürlich machen. Wundert mich, dass ich gerade gar nicht antworten kann. Oh, ja. Euer Tagebucheintrag. Okay. Ist für den Anfang wahrscheinlich alles noch ein bisschen gemächlicher hier gemacht. So. Der Wirt. Beziehungsweise, ja, doch Wirt. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. Diese Sprüche, die sind teilweise echt klassisch geil. Hallöchen. Na, schau's mal wieder rein und deinen alten Kumpel Windrop. Denk an die 10.000 Goldmünzen, die gemäß der Sitte in Kerzenburg bezahlt werden müssen. Du weißt schon. Okay. Das ist... Mhm. Okay. Ihr wart schon immer ein Spaßvogel, Windrop. Je öfter ich es höre, desto lustiger wird es. Naja, ganz oft vielleicht noch nicht. War ja nur Spaß. Diese Mönche können ja gerne rumlaufen, als hätten sie einen Stock verschluckt. Bei mir bist du stets gern gesehen. Gorion hat ganze Arbeit bei dir geleistet, der alte Haudegen. Also, wenn ich irgendwas für dich tun kann, willst du was trinken oder ein Zimmer oder willst du was kaufen? Was hast du denn? Ja, wir können hier auf unterschiedliche Arten nächtigen. In einem Bauergemach, in einem Händler, in einem Adligen oder in einem Königlichen. Der Erholungswert ist je nachdem natürlich besser. Es kostet aber auch mehr. Ich denke, wir können das erstmal lassen. Wir können aber noch mehr. Wir können nicht nur pennen bei ihm. Wir können auch Dinge kaufen. Dinge kaufen, die wir uns nicht leisten können mit unseren 50 GM. Doch, eigentlich schon, aber was rot umrandet ist, können wir sowieso nicht führen. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich... Ja, die Waffe, die ich geskillt habe. Was habe ich nochmal geskillt? Ja, lang ist her, ne? Da, Krummsäbel. Aber kostet 78, verdammt. Hätte ich gern. Da, den Krummsäbel. ja, und Schilde gibt's. Also, der hat jede Menge, wie ihr seht. Wir könnten aber auch uns mit einem leckeren Feuerwein oder einem Met könnten wir ein paar Gerüchte aufschnappen. Komm, eins gönnen wir uns, ein Feuerwein. Ja, das können wir ein paar Mal machen. Je mehr man ein bisschen halt trinkt, ist man geselliger und dann gibt es immer mehr Gerüchte, die man so hört. Gibt jede Menge Ärger da in Neschkel. Monster oder sowas sollen angeblich die Arbeiter in der Mine töten. Schlechte Nachricht für alle Schmiede und all jene, die Werkzeuge benötigen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Ja, und dann, werte Freunde, weil wir ein Dieb sind, könnten wir noch alles, was er anbietet, auch stehlen. Aber stehlen habe ich jetzt nicht gerade gelevelt und deswegen wird das höchstwahrscheinlich nicht klappen. Aber ich hätte schon Bock, diesen Krummsäbel zu stehlen, das muss ich mal sagen. Wollen wir es vielleicht einmal probieren? Komm, einmal können wir uns gönnen. Dazu werde ich nochmal kurz gucken. Hä? Nur um sicher zu gehen, dass ich den auch geskillt habe, möchte ich nochmal ganz schnell drüber schauen. Wo kann ich denn das nochmal schnell sehen? Hier, oder? Moment. Ich muss mich halt selbst auch noch ein bisschen reinfilmen. Hier, ja, Krummsäbel, ja. Mhm. Krummsäbel am Anfang, der wäre es halt. Wie kann man nochmal quicksafen? Würde mich nochmal interessieren. Irgendwie ging das. Sie können das Spiel im Moment nicht sicher. Warum? Steht ganz oben auf meiner Liste. Kann ich das Spiel jetzt nicht gerade sichern? Ich bin hier in der Friendly Zone. Nochmal. Ah, jetzt geht's auf einmal. Vielleicht, weil ich noch so halb im Gespräch war, ich weiß es nicht. Während Kämpfen und so kann ich das natürlich nicht machen, ist klar. Autosave? Nee, komm, mach da meinen. So, ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn man aufliegt, hat man ganz viele Probleme. Deswegen, ich musste jetzt speichern. Ich zeige euch jetzt einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück. Krummsäbel, komm. Es ist halt, es wird gewürfelt. Es ist absolutes Würfelglück. Krummsäbel. Stehlen. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ja. Diebstahl innerhalb der heiligen Hallen von Kerzenburg? Das ist Blasphemie! In ihren schlimmsten Formen. Und um so etwas wieder gut zu machen, gibt es nur eine Möglichkeit. Spendet alles Gold, was ihr habt. Für die Bibliothek. Tja, jetzt haben wir die Wahl. Entweder unser ganzes Gold hergeben oder du kannst mich mal. Oder wir haben kein Gold. Können wir das Ganze nicht einfach vergeben und vergessen? Diebischer Schuft, nicht mal euer geschätzter Vater wird euch von einem gerechten Strafe retten können. Ja, und dann werde ich angegriffen. Und das werde ich nicht überleben. Ja, so kann es gehen. Wenn ich jetzt alleine spielen würde, also ohne euch, dann, ja, das sieht man übrigens schön umrandet, mit Blut gefüllt. Jetzt habe ich nur noch 4 TP. Jetzt weiß man ungefähr, wann man tot ist. Eigentlich auch schön gemacht. Ja, bis da mal einer trifft. Das ist ja fantastisch. Ich lasse euch jetzt mal den Game Over Screen am Laufen. Ich glaube, da kriegt man auch so einen schönen Videosequenz. Ja, genau so. Wir laden natürlich das Ganze. Wenn ich jetzt alleine wäre, würde ich immer und immer wieder den Diebstahl versuchen, bis ich es hätte. Aber das kann ich euch nicht antun. Also da muss ich schon ein bisschen realistischer spielen. Vor allem, wie gesagt, mein Taschendiebstahl. Ich weiß nicht, ob man es irgendwie ablesen kann. Taschendiebstahl hat 25. Ich weiß jetzt nicht, was das in Würfen bedeutet. Aber es ist halt mies. Ich habe ihn halt auf Schlösser öffnen gegangen. Es ist eine 25-prozentige Chance, aber je nach Item ist es nochmal schwieriger. Komm, einmal probieren wir es noch. Nur noch einmal. Dann werde ich auch ganz schnell nur noch einmal. Ich hätte ihn halt so gern. Das wäre am Anfang so richtig episch. Noch einmal. Wo ist er denn? Da. Komm, stehen. Ich renne weg. Tschüss. Ja, das klappt natürlich nicht. Wegrennen, die sind mir dann trotzdem pissy. Die rennen mir dann die ganze Zeit hinterher. Ja, okay, ich gehe schon raus. Ich lade. Ich bin brav. Ich lasse das mit stehlen. Beziehungsweise ich lasse es so lange, bis ich es geskillt habe. So, also. Machen wir normal weiter. Steht ganz oben auf meiner Liste. So wie hier mit Taschendiebstahl umgegangen wird, so gehen die Leute auch ab, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Regal hier checke. Ich könnte es ja mal probieren. Schaut euch sie an. Es ist wichtig, dass sie gerade nicht hingucken. Das spielt wirklich eine Relevanz. Sie guckt ja. Die guckt die ganze Zeit. Da werde ich wohl keine Chance haben. Die dreht sich nicht um. Oder warte mal, kann ich dir irgendwie sagen, hey, hallo, schöne Frau. Guck mal, dreh dich mal hier hin. Nee, die behält mich, glaube ich, im Auge. Obwohl... Jetzt schnell. Da krieg ich was. Ja, dann nimm mal mit. Vielleicht hat es keiner gemerkt. Kommen die Wachen? Nein, ich glaube, es hat keiner gemerkt. Cool. Ein Vergnügen, eine so soziale Person wie Sie zu treffen. Oh, es wäre mir lieb, wenn ihr mich in Ruhe lassen würdet. Ja, wie wunderbar, dass du es nicht gemerkt hast, was ich getan habe. Keine Zeit für Plaudereien.
immer herein in der guten Stube. Da braucht man schon ein hübsches Feuerchen, um sich von den kalten Blicken dieser Mönche wieder aufzuwärmen. Die sind ziemlich ungastlich, stimmt's, Schätzchen? Schätzchen? Na gut, wenn er meint. Achso, die beiden reden miteinander, ich hab schon gedacht. Oh ja, Schatz, sie sind äußerst hochmütig. So. Das wäre ein bisschen... Also ich bin zwar ein Dieb, aber das wäre trotzdem ein bisschen dreist, oder? Ach, ich muss es ja erst lesen. Steht ja dann, obwohl ich kann ja hochscrollen. Sie führen hier ein ziemlich abgeschiedenes Leben und sind nicht an so viele Besucher gewöhnt. Vermutlich seid ihr ein wenig farbenfroh für eure Begriffe. Farbenfroh? Liebchen, sollten wir uns nicht vielleicht ein wenig dezenter kleiden, um weniger aufzufallen? Ein Versuch lohnt sich. Nur an unserer Kleidung kann es nicht gelegen haben. Sie hätten nicht schlimmer reagieren können, als sie es getan haben. Ich danke euch für den Vorschlag, John McCloud, und für eure Taktgefühl. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich kenne mich sogar beim Namen. Okay. Ja. Kriegt man schon mal einen kleinen Einblick, wie Dialoge laufen können. Und das kann wirklich sehr unterschiedlich laufen. Ich finde das übrigens auch schick gemacht. Man sieht immer nur das, was auch wirklich unser Auge gerade sieht. Die Typen, die sind jetzt ausgeblendet. Das ist sehr realistisch, finde ich. Das finde ich schick. So, hier haben wir unser erstes verschlossenes Kästchen. Aber das werden wir jetzt ändern. Ich glaube, was muss ich da drücken? Das sind dann immer die Shortcuts. Ja, F5. Wenn ich jetzt F5 drücke, habe ich dieses da. Und kann mir versuchen, dieses Schloss hier aufzubrechen. Und das hat geklappt. Und jedes geöffnete Schloss und jeder Taschendiebstahl wird auch mit Erfahrung belohnt. Also, wenn es klappt. Ja. Deswegen kann man auch ein Grund auf Böses. Ein böser Mensch spielen. Ich kann hier auch alle töten, wenn ich möchte. Aber das mache ich nicht. So verrückt bin ich nicht. Wobei, man kriegt viel Loot und so. Hier kriege ich erstmal Geld. Und das sind Zaubersprüche. Die werde ich später vielleicht gebrauchen können. Apropos, wenn ich F5 drücke, könnte ich noch mehr. Immer auf der Hut, dass mich keiner beobachtet und immer hinter der Person stehend, könnte ich F5 drücken, aber zuerst werde ich speichern. Weil auch da ist es wieder sehr gefährlich, wenn man erwischt wird. Gerade bei solchen doch etwas reicheren Leutchen sollte es sich doch eventuell lohnen, F5 zu drücken und Taschendiebstahl zu machen. Taschendiebstahl fehlgeschlagen. Und jetzt ist er pissy und ich habe Probleme und die Stadtwache kommt gleich. Okay. Wie gesagt, Taschendiebstahl muss erst noch gelevelt werden. Lassen wir das. Ja, ich kümmere mich. Dafür kann ich sämtliche Schränke öffnen. Das ist doch auch etwas. So. Mit Tab kann ich auch immer schön gucken, ob ich auch nichts verpasst habe. Das nimmt zwar ein bisschen die Stimmung. Ah, und ich sehe auch meine Lebensanzeige. Das ist auch schick. Wir gehen mal hoch. Sorry, dass das jetzt alles noch ein bisschen länger dauert, aber weit voraus, Chef. Ich möchte euch halt viel erklären und so. Und ich will wissen, wo meine Saves, mein Quicksave ist. Das stört mich, dass ich da immer ins Menü muss. Wie ging das? Steht das hier nicht irgendwo? Wartet mal, Leute. Je mehr ich mich damit befasse, desto schneller geht's dann in den nächsten Parts voran. Blut ist an, das ist wichtig. Komplett heilen, ne, das lasse ich. Wetter ist drin, ne? Wetter ist drin, gut. Umrisse immer zeigen. Feedback, gucke ich mir später nochmal an, was das nochmal genau war. Nee, ich suche eigentlich Tastaturdingens, wo man das umstellt. Oder war es nicht Q wie Quicksave? Moment. Schnellspeicherung, ich habe die Schnellspeicherung gefunden, alles klar. Und die ist echt schnell. So. Der schläft. Guck doch mal, was da drin ist. Geld, her damit. Kann ich den wecken? Oh nein, eher nicht. So, was haben wir hier drin? Verschlossen, nicht mehr lange. Ah, kein Problem für uns. Dafür haben wir uns ja auch schließlich gelevelt. Ich habe eine Halskette gefunden. Wir gucken unseren Loot uns gleich genauer an. Keine Sorge. So, ist hier noch irgendwas? Jawohl. Was haben wir denn da? Also, glaubt mir, es ist effektiver, wenn man zuerst Schlösserknacken macht. Ihr merkt es ja als Taschendiebstahl. Es macht zwar Spaß, den Händler und so zu berauben, aber es ist effektiver mit Schlösserknacken.
Es gibt so viel verschlossene Sachen. Später auch Türen. Schlafender Zwerg. Oje, wenn der das gemerkt hätte. Die Zwerge, die gehen ja immer ab wie eine Luzi. So, was haben wir hier? Habe ich eigentlich von diesen Dingern auch eine Map? Ah ja, man hat wirklich von jedem Gebiet eine Map. Wenn man es möchte. So, ein kleiner Diamant, das lässt sich natürlich wunderbar verkaufen und ihr merkt schon, das Geld und so, das ich bekomme, ich kann mir meinen, ups, das mache ich zum Schluss, ich kann mir meinen Krummsäbel auch gleich auf stinknormalem Wege kaufen. So, ist hier was drin? Nee, hier ist nichts drin, bei ihm ist auch nichts drin, dann rede ich mal mit ihm. Fort mit euch, Bettler! Was? Ich hoffe, dass ihr eine Erklärung für euer Eindringen verbringen könnt. Sprecht! Vorbringen könnt. Ja, es ist hier nicht gang und gäbe, dass man einfach überall reingeht. Das kann auch mit einer Bestrafung schnell enden. Naja. Aber ich möchte nett bleiben. Also wie gesagt, das kann echt ausarten, was man da wählt. Wichtige Entscheidung lasse ich aber euch entscheiden. Später mal. Ich stelle mich gerade meinen Nachbarn vor. Wer mögt ihr wohl sein? Ich heiße Quincy. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Geht oder ich rufe die Wache. Und das machen da verdammt nochmal ernst, deswegen gehe ich. So, ist der genauso blöd? Ne, der hat ja eine Kistchen, ne? Aber der wird mich wahrscheinlich... Fasst mich nicht an. Ja. Ich könnte mir was einfangen. Kann ich helfen? Ja, einfach mal ein bisschen Smalltalk versuchen. Ja. Ich habe mich lediglich gefragt, mit wem ich heute Nacht das Wirtshaus teile. Wer zum Beispiel seid ihr? Ich könnte sehr wohl irgendwer sein, aber ich bin Christian von Tiefwasser. Ihr werdet den Namen meiner Familie oder ihre Geschichte wohl nicht kennen, was mir sehr recht ist. Diese Ausflüge nach Kerzenburg sind für mich ein Stück Extravaganz. Und obgleich ich weder unerlaubte Mittel nehme... noch mit bezahlter Bekleidung verkehre, verbringe ich so viel Zeit hier, dass ich nicht möchte, dass alle Welt Bescheid weiß. Ich wäre euch daher ausgesprochen dankbar, wenn ihr auf euren wiederholten Annäherungsversuche verzichten und mich in Ruhe lassen könntet. Alles klar. Na, jetzt beobachtet er mich. Ich mach mal ein Quickie. Ah, der wird meckern, wenn ich das jetzt tue. Ich probier's mal. Noch ist er nett. Aber noch habe ich ja auch nichts gestohlen. Jemand hat euch bemerkt und die Wache alarmiert. Schade, da ist so viel Geld drin. Jetzt kommt gleich die Wache die Treppe hoch. Deswegen, das können wir uns sparen. Ja, die Wache kommt, ich weiß. Laden. Ja, man muss echt aufpassen, wenn man... ich meine, wie gesagt, ich könnte auch versuchen, alle zu töten, aber dafür bin ich noch zu schwach und außerdem bin ich ein Guter. Ich bin ja nur chaotisch gut. Ja, aber ich kann jetzt irgendwie ihn nicht irgendwie dazu bringen, wegzugucken, ne? Mm-mm. Keine Chance. Ach. Ja, gut, dann bin muss ich... Bin euch weit voraus, Chef. Dann muss ich halt leider die Kiste erstmal in Ruhe lassen. Weil ich, ja... Ich habe mal wirklich einen Durchgang gemacht und habe alle getötet. Ganz oben auf meiner Liste. Das ganze Dorf war ausgerottet, aber das habe ich nur als Kämpfer mal hinten gebracht mit viel, viel Speichern und Quicklord. Das hat's auch gebracht, ich meine, der ganze Loot, die Waffen, die die Leute hinterlassen haben. Steht ganz oben auf meiner Liste. Wenn ich eine Wache töte, habe ich gleich schwere, fette Rüstungen als Krieger. Das ist für den Anfang richtig geil. Aber nein, das machen wir nicht. Wir spielen ganz normal. Ich kann es euch nur ans Herz legen, falls ihr vielleicht Bock auf das Game kriegt. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten und vor allem, auch das wird dann immer belohnt. Ich habe zum Beispiel bei Baldur's Gate 2 habe ich es mal geschafft, dass ich irgendwie einen Deal mit so einem... zu einer Dämonin eingegangen bin und dann konnte ich wirklich ganz andere Endziele machen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist echt... Man fühlt sich halt echt mal überhaupt nicht eingeschränkt wie in manch anderen Rollenspielen. Aber gut, ich glaube, ich rede zu viel. Ich werde jetzt ein bisschen mehr auf das aktuelle Spiel eingehen und nicht mehr so viel pluppeln und probieren. Na doch, probieren werde ich immer, aber es wird jetzt ab dem nächsten Part wird es deutlich zügiger vorangehen. Seht es mal als kleines Versprechen. So, hier ist ja jetzt gerade überhaupt nichts. Da scheint es, weil es regnet. Jetzt lassen die Leute alle hier rein. Hallo, mein Kind. Priester oder Paladine besitzen... Wollen wir mit dem Unterricht fortfahren?
Ja, das lese ich mir nicht durch, die Lehrersachen. Das ist mir jetzt zu doof. So, bist du jetzt sauer, weil ich das genommen habe? Ich meine, es stand draußen, es gehört niemand. Gut, sind wir uns ja einig. Das ist nämlich gut, ich habe nämlich nicht gequicksaved. So. Wie sieht's auf der Map aus? Ich bin da unten. Ja, da oben sind die spannenden Sachen. Das Wirtshaus. Ja. Dann werde ich mir noch das reinziehen. Da ist nichts drin. Hallo, mein Kind. Auch wenn ich es nicht lese, ich möchte sie trotzdem wollen einmal angesprochen haben. Fortfahren? Hm, Kiste. Sieht wichtig aus. Sie steht draußen. Ich probier's mal. Geld. Yay. So, dann gehen wir mal da rein. Auf meiner Klingel steht euer Name. Oh, ich glaube, der ist sauer, dass ich hier reingegangen bin. Du da! Du bist doch Goriens kleiner Balg, oder etwa nicht? Ja, die Beschreibung trifft auf dich zu. So gefährlich siehst du gar nicht aus. Das bin ich. Kenne ich euch? Ziemlich unwahrscheinlich. Ich werde hier nicht lange verweilen. Also ist's egal. Und du wirst hier auch nicht lange sein. Also ist's doch egaler. Wollte ich nur einmal angucken. Hübsches Gesichtchen. Aber so toll nun auch wieder nicht. Egal, ich liefere deinen Schädel und habe für den Rest des Lebens ausgesorgt. Ist auf mir ein Kopfgeld aufgelegt oder was? Stopp! Da greift mich tatsächlich an. Ich glaube, es geht los. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich wechsle mal eben schnell die Waffe. Ja, das kann man im Menü machen, ohne dass Zeit vergeht. Das ist das einzig Schöne. Denn ich denke, mit sowas kann ich besser umgehen, wie mit so einem blöden Stab. Ja, und dann zum Angriff würde ich sagen. Viel mehr kann ich ja nicht machen. Hoffentlich schaffe ich den. Los geht's. So, wenn man einmal geklickt hat, muss man nichts anderes machen, wie hoffen, dass man trifft. Normalerweise stehen hier immer die Trefferwürfe und so. Das muss ich vielleicht einstellen, dass man das sieht. Dann sieht man nämlich immer, was gewürfelt wird, warum es nicht trifft. Hallo? Würdet ihr mal treffen? keiner von uns trifft, das ist auch geil. Ich habe leider keinen Skill jetzt am Anfang. Was erwarten die von mir? Oh, ich hab ihn getroffen. Und ich habe Erfahrung bekommen dafür. Ja, gut. Kann ich das nicht irgendwie einschalten, damit man die ganzen Trefferwürfe sieht? Aber eigentlich ist es übersichtlicher, wenn ich sie auslasse. Naja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr sie sehen wollt oder nicht. Steht ganz oben auf meiner Liste. So, er hat auch nur so einen Dolch wie ich. Okay. Ja, anscheinend wurde wirklich auf mich ein Kopfgeld ausgehängt. Warum auch immer. Also es lag jetzt nicht an unsere kleine Diebesfähigkeit. Ich glaube, das hat schon irgendwie mit der Story zu tun, die hier noch weiter vorangetrieben wird. So, ansonsten gibt's ja leider nichts. Dann gehen wir halt. Tja, jemand wünscht mir den Tod. Gorion hat recht. Wenn er uns hier nicht länger in Sicherheit wähnt, obwohl ich mich nicht vorstellen kann, warum uns jemand... Ist das nicht in Ordnung? Ich hörte jemanden rufen. John McCloud, ist alles in Ordnung? Er ist tot. Wer auch war. Er ging mit einem Messer auf mich los. Oh, Karen, was passiert mit diesem Ort? Es ist nicht dieser Ort, Kind. Sie sind hinter euch her. Gorion erwartet euch auf der Treppe der Hauptbibliothek. Ihr solltet sofort dorthin kommen. Wenn ihr alles Nötige im Wirtshaus besorgt habt... Oh, John McCloud, ich hätte den vollen Namen nicht nehmen sollen. Das ist doof. Ich wusste nicht, dass die mich so oft ansprechen. Ich hätte nur John nehmen sollen. Naja, das ist jetzt... Oder ich sag einfach jetzt nur... Ich lese jetzt einfach nur noch John. Ja. Oh, John, ich war so viele Jahre lang euer Lehrer. Und in diesem Moment zweifle ich zum ersten Mal daran, ob ich euch vielleicht nicht genug beigebracht habe. Geht zu Gorion, Kind. Hier seid ihr nicht länger sicher. Warum? Was habe ich denn verbrochen? Bin euch weit voraus, Chef. Was machst denn du jetzt da drin? Ist er verschwunden? Okay. Steht ganz oben auf meiner Liste. Ja, eigentlich wollte ich meinen Tagebucheintrag noch fertig lesen. Warum uns jemand einen Kragen will. Der Anschlag auf mein Leben war vielleicht lachhaft, aber ich glaube, ich muss auf weitere Bedrohungen gefasst sein. Steht ganz oben auf meiner Liste. Ja, das musst du wahrscheinlich. Und wir müssen leider darauf bedacht sein, dass dieser Part jetzt schon wieder fertig ist. Ich werde jetzt gerade noch mit dem schnell reden und dann... wo ist er hin? Ah, okay, ich dachte schon, halt. Mit Drizzt nehme ich sogar auf, wenn ihr mir beide Arme auf den Rücken bindet. Windrop hat seine Preise so niedrig wie möglich gehalten, aber ich fürchte, das wird sich auch bald ändern.
Es ist seit Wochen keine Handelskarawane mehr bis hierhin gekommen. Ja, okay, der redet eh nicht großartig mit mir. Hier haben wir auch mal ein Fragezeichen. Manchmal können wir Schilder lesen und sowas. Die Kaserne, ja, das weiß ich ja eigentlich schon von der Karte. Gut, ich würde sagen, die Kaserne und das restliche Kerzenburg schauen wir uns dann das nächste Mal an. Und erst zum Schluss werden wir natürlich zu unserem Gorion gehen und, ja, fliehen. Warum auch immer. Wir werden es noch erfahren. Bei Let's Play Baldur's Gate 3.